Ich gehe kurz darauf ein, weil im Kern wiederholt sich das Problem nur an neuem Stoff. Ja? Es ist im Grunde ein zeitloses Problem. Deswegen ist es einfach wichtig zu sehen, wir müssen zwei Positionen auseinanderhalten. Akzeptiere ich, dass es über dem positiven Recht etwas gibt, was Gültigkeit beansprucht, oder akzeptiere ich das eben nicht? Klassischerweise die rechtspositivistische Perspektive und die aktuell auch wieder durchaus dominierende juristische Perspektive ist die, dass es das nicht gibt. Ja? Dass es kein Naturrecht gibt, kein Vernunftrecht gibt, es gibt kein überpositives Recht. Und zuletzt ist das Ganze debattiert worden, auch in der deutschen Rechtstheorie, im deutschen Strafrecht und so weiter, anhand des Mauerfalls und der Frage, wie wir mit den Mauerschützen umgehen, beziehungsweise dann auch nachträglich, wie gehen wir mit den Leuten vom Politbüro um, ja, den SED-Leuten, Honecker und Krenz und Co. Das heißt, die Frage, wenn wir sagen, die DDR war ein Unrechtsregime nach 1989, dann müssen wir das auch irgendwie belegen. Und dann können wir sagen, naja, da gab es ja sowas wie die Stasi, die Staatssicherheit, und alle Leute wurden ausspioniert und es war sowas wie ein totalitäres System und man kam nicht raus. Und das war vielleicht das Signifikanteste, auch nach der Wiedervereinigung, dass man sagt, okay, dass also dieser Staat sich so abgeschottet hat, eine Mauer gebaut hat und alle, die sozusagen das Land verlassen wollten, daran gehindert haben. Ja, es gab legitime Möglichkeiten, die waren ein bisschen schwierig, aber man konnte einen Ausreiseantrag stellen und wurde dann nach einer gewissen Zeit durchaus auch ausgelöst, sogar gegen hartes Geld, ja, D-Mark. Also der Westen hat zum Teil eben Leute, die ausreisewillig waren und die dann in Bautzen gesessen haben, freigekauft. Ja. War in gewisser Weise ein Menschenhandel. Aber ich will hier keine Rechtsgeschichte machen, sondern uns auch nochmal um die Naturrechtsrenaissance nach 1989 kümmern. Und hier ist es bei den Mauerschützen halt immer so gewesen, dass die Leute, die an der Grenze ihren Dienst versehen haben, frühmorgens vergattert wurden oder abends, je nachdem, wann sie ihren Wachdienst begonnen haben, wurden sie darauf vergattert, dass sie zu verhindern haben, dass jemand die Republik verlässt. Ja, im Zweifel, das war dann die politische Schulung, dass man sagt, na, es könnte irgendjemand sein, ein Spion, der hat irgendwelche wichtigen Sachen aus Carl Zeiss Jena oder von irgendeiner anderen Firma oder militärische Geheimnisse, die er in den Westen bringen will. Also auf jeden Fall sind Menschen, die den Grenzübertritt versuchen, daran zu hindern, dass sie tatsächlich rüberkommen in die Westzone. Und ein Fall, der dann eben etwa den Bundesgerichtshof beschäftigt hat, der ist so, das ist jetzt aus dem Sachverhalt, nur dass wir das mal kurz vor Augen haben, die Angeklagten waren als Angehörige der Grenztruppen der DDR, W als Unteroffizier und Führer eines aus zwei Personen bestehenden Postens, H als Soldat, an der Berliner Mauer eingesetzt. Dort haben sie am 1. Dezember 1984 um 3.15 Uhr, also frühmorgens, auf den 20 Jahre alten, aus der DDR stammenden Michael S. geschossen, der sich anschickte, die Mauer vom Stadtbezirk Pankow aus in Richtung auf den Bezirk Wedding zu übersteigen. Michael S. wurde, während er auf einer an die Mauer gelehnten Leiter hochstieg, von Geschossen aus den automatischen Infanteriegewehren der Angeklagten getroffen. Ein Geschoss aus der Waffe des Angeklagten W. drang in seinen Rücken ein, als er bereits eine Hand auf die Mauerkrone gelegt hatte. Diese Verletzung führte zum Tod. Die Frage, wie man mit den Grenzsoldaten umgehen soll, die an der innerdeutschen Grenze oder eben salopp an der Mauer andere Menschen am Grenzübertritt gehindert haben, ist eine lange Debatte, auf die will ich im Kern nicht eingehen, sondern nur wieder aus der Perspektive der uns hier interessierenden Problematik Rechtspositivismus und Naturrecht. Ja. Wenn ich mich auf eine rechtspositivistische Position beziehe, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein Problem. Warum habe ich ein Problem? Weil ich dann sagen muss, die Grenzsoldaten haben nur ihre Pflicht getan. Dafür wurden sie vergattert, das war ihr Job. Ja. Wenn ich die jetzt aber bestrafen möchte, dann muss ich aus dieser rechtspositivistischen Perspektive heraus. Da muss ich sagen, wer hilft mir? Was muss ich dann sagen? Wie muss ich argumentieren, wenn ich die
Leute verurteilen möchte wegen Totschlags. Juristisch gesehen ist es Totschlag. Worauf berufen Sie sich? Dieser Totschlag war gerechtfertigt. Gerechtfertigt, warum? Weil es gab einen Schießbefehl. Wie müsste ich jetzt argumentieren, wenn ich sage, ich verurteile dich trotzdem, weil? Du hättest auch den Befehl verweigern können. Ja, das kann man natürlich sagen. Es wurde auch gesagt, du hättest ja gar nicht erst an die Grenze gehen können. Aber konnte ich ihn noch verweigern? Ja, aber ist das ein wichtiges Argument an der Stelle? Weil der sagt, ich habe nur gehandelt, weil ich einen Befehl hatte. Jetzt zu sagen, du hattest einen Befehl, hättest ihn ja auch verweigern können, schwierig, juristisch gesehen. Moralisch völlig, völlig d'accord. Ich kann sagen, du brauchst erstens nicht als Grenzschützer an die Grenze zu gehen, du kannst ja auch versuchen, irgendwas anderes zu machen. Suppenkoch bei irgendeinem Fliegergeschwader, möglichst irgendwo im Landesinnern, soweit man sich das aussuchen kann. Angenommen, jemand ist jetzt aber explizit an die Grenze berufen worden und bekommt diesen Befehl und er sagt, ich finde das jetzt nicht so toll, ich habe immer daneben geschossen, ich kann sowieso nicht gut gucken, ist eine Frage der individuellen Schuld, ja, ob ich mit Dauerfeuer auf jemanden schieße oder versuche vielleicht nur auf die Beine zu zielen oder gar nicht ihn zu treffen. Aber die spannende Frage ist, selbst wenn jemand sagt, nein, ich habe das ganz bewusst gemacht, weil ich wollte tatsächlich verhindern, dass irgendjemand, der vielleicht ein Spion ist, mit wichtigen Informationen in den Westen abhaut. Ja? Also bei dem hat sozusagen die Indoktrination funktioniert und er sagt, ich habe nur meine Pflicht getan damals, die DDR verteidigt. Ja? Jetzt ihn zu verurteilen, braucht es einer besonderen Argumentation, die nicht sagt, aber moralisch hättest du ja auch daneben schießen können. Sondern er sagt, nee, ich wollte aber nicht daneben schießen, hätte ja auch ein Spion sein können. Wie kriegen wir ihn verurteilt? Trotzdem, was müssen wir machen? Wir sind immer noch in der Argumentation, Positivismus, nicht Positivismus. Ja? Schauen wir uns das vielleicht juristisch ganz kurz an. Wir haben tatsächlich auch eine Regelung im Grundgesetz, die die Sache nicht so ganz einfach macht. Da ist der Gedanke schon mit berücksichtigt, dass eine Tat nur dann bestraft werden darf, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Und wenn sich jetzt die Mauerschützen auf das Grenzgesetz und den Schießbefehl berufen, § 27 Grenzgesetz, die Anwendung der Schusswaffe ist die äußerste Maßnahme der Gewaltanwendung gegenüber Personen. Die Anwendung von Schusswaffen gegen Personen ist erst dann zulässig, wenn durch Waffeneinwirkung gegen Sachen oder Tiere der Zweck nicht erreicht werden kann. Und hier vor allem Absatz 2 ist entscheidend. Die Anwendung der Schusswaffe ist gerechtfertigt, um die unmittelbar bevorstehende Ausführung oder die Fortsetzung einer Straftat zu verhindern, die sich den Umständen nach als ein Verbrechen darstellt. Republikflucht, Verbrechen bedeutet auch immer noch Strafe über ein Jahr, Freiheitsstrafe über ein Jahr. Und auf Republikflucht zu DDR-Zeiten stand Strafe über ein Jahr. Es war also ein Verbrechen. Und das war Absatz 2, Grenzgesetz der DDR, zusammen mit dem entsprechenden Vergatterung und dem Befehl, du hast das jetzt zu tun, wenn da jemand kommt. Und durchaus dann der Überzeugung, okay, ich tue was Gutes, wenn ich die Grenze schütze. So hat man ja gesagt. Man schützt die Grenze nicht nur, weil jemand von außen kommt, sondern ich schütze die Grenze auch dadurch, dass nicht von innen jemand rübergeht. Wie muss ich jetzt argumentieren? Wie muss ich argumentieren, um zu sagen, ich verurteile dich aber trotzdem? Ja? Das
Ich kann und muss argumentieren in irgendeiner Form, dass ich sage, das Grenzgesetz der DDR und insbesondere der Schusswaffengebrauch gegenüber unbewaffneten Flüchtlingen verstößt so massiv gegen alles, was wir als gerecht und vielleicht auch naturrechtlich oder geboten oder mit Gerechtigkeitsempfindung verbinden wollen, dass wir nicht ernsthaft § 27 Absatz 2 als Rechtfertigungsgrund akzeptieren. Völlig richtig, genau. Ja. Ich muss also diesen Rechtfertigungsgrund auskegeln. Ich muss sagen, auf den darfst du dich nicht berufen. Auf den darfst du dich nicht berufen. Und tatsächlich gab es verschiedene Versuche, das zu tun, indem man einerseits sagt, naja, schau dir das doch mal an, Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und wenn man das eben anwendet, auch nach geltendem Recht, wenn § 27, selbst wenn wir den anwenden nach verständige Auslegung, würde man sagen, man darf doch nicht auf jemanden schießen, der Republikflucht begeht. Ja? Den müssten wir dann sozusagen teleologische Reduktion, alle, die sozusagen Methodenlehre besucht haben, würden sagen, teleologische Reduktion des § 27 Absatz 2, ja, grundsätzlich Straftat verhindern, wunderbar, aber davon kann doch nicht erfasst sein, dass jemand unbewaffnet die Mauer übersteigt. Teleologische Reduktion ist im Grunde nichts anderes als sein eigenes Gerechtigkeitsempfinden in diese Norm hineinzupacken. Ja. Ist das legitim? Es gab andere Versuche, die auch gesagt haben, nach der DDR-Verfassung gab es auch den Schutz von Leben und Gesundheit. Also durfte man nicht einfach Menschen erschießen, ja, wenn sie über die Mauer geklettert sind. Das konnte man auch alles nicht tun. Woran scheitern alle diese Versuche, bereits nach Artikel 103 Absatz 2 irgendwie dem DDR-Recht schon eine Gerechtigkeitsauffassung zu vindizieren, die man ex post, also nach 1989 sozusagen, an die moralische Beurteilung dieser Taten gelegt hat. Woran scheitert das? Ja, das ist ja Artikel 103 Absatz 2. Das ist jetzt interessant. Es gibt eine rechtspositivistische Argumentation, die von vornherein sagt, ich interpretiere das geltende DDR-Recht so, dass es auch schon zu DDR-Zeiten nicht zulässig gewesen wäre, Leute zu erschießen an der Grenze. Ja? Woran scheitert eine solche rechtspositivistische Argumentation? Sehr schön, völlig richtig. Ansonsten hätte man doch annehmen müssen, dass sie schon zu DDR-Zeiten verurteilt wurden. Wenn für jeden Rechtspositivisten das Kriterium der sozialen Wirksamkeit ein zentrales Kriterium für das geltende Recht ist, dann muss ich gucken, wurden Soldaten, die an der Mauer Leute erschossen haben, wurden die verurteilt? Nein, sie wurden belobigt. Ja, genauso wie der Hausmeister an der LMU, der die Geschwister Scholl denunziert hat. Genauso wurden Soldaten, Grenzsoldaten, die entsprechende Republikflucht verhindert haben, wurden genauso belobigt, haben Sonderurlaub bekommen, wurden befördert und so weiter. Das heißt, jeder Versuch einer rechtspositivistischen Interpretation des geltenden DDR-Rechts scheitert jedenfalls an dem Kriterium der sozialen Wirksamkeit. Ja? Sozial wirksam war in der DDR, dass an der Grenze Menschen erschossen wurden. Ja. Und das ist auch die Position derer, die dort Verantwortung hatten. Schauen wir uns mal einen kleinen Clip an diesbezüglich. Ich hoffe, das funktioniert jetzt wieder mal. Was sollen wir darüber sagen? Wir haben damals unseren Auftrag erfüllt und wir werden auch heute unseren Auftrag erfüllen. Und heute noch wichtiger, ist es natürlich heute noch wichtiger, im Interesse unserer Regierung die Aufträge zu erfüllen, die wir erteilt bekommen. Ja, bloß damals war ein Auftrag auch zu schießen, wenn jemand hier einfach mal über die Mauer wollte. Es waren damals die gültigen Gesetze. Es starben 192 Menschen an der innerdeutschen Grenze. Wahrscheinlich sogar noch mehr, denn im Zusammenwirken von Stasi und Armee wurde bei Schüssen auf Flüchtlinge stets vertuscht und verschleiert.
Okay, was sagt er? Er sagt, das war damals das geltende Recht. Es war damals das geltende Recht. Und das haben wir gemacht. Wir haben die Leute an der Republikflucht gehindert. Und der leitende Militärstaatsanwalt gibt das auch nochmal zum Protokoll. Nur zur Erinnerung, es gab ja nochmal zunächst so ein, nach dem Mauerfall so eine Volkskammerwahl. Es gab also nochmal eine kurze Periode, wo die DDR weiter bestand. Einige wollten ja auch gerne, dass die DDR weiter bestehen bleibt und es keine Wiedervereinigung gibt. Aber insoweit gab es also die Wiedervereinigung in gewisser Weise erst ein Jahr später, nach dem Mauerfall. Und dieses Interview ist natürlich noch zu der Zeit geführt, wo die Mauer schon gefallen ist. Und man jetzt eben fragte, okay, was macht ihr eigentlich mit den Toten an der Mauer? Ja, und hier ist der entsprechende Militärstaatsanwalt, der wird dazu interviewt, der im Kern genau das bestätigt, was der Soldat da eben auch gerade gesagt hat. Wir ermitteln in den Fällen, in denen wir Anzeigen haben und sehen gegenwärtig in allen anderen Fällen, von denen Sie sprachen und die mir nicht im Detail bekannt sind, keinen Handlungsbedarf. Filmdokumente über die Schüsse auf unbewaffnete Flüchtlinge. Viele verurteilen das als Mord und Totschlag. Doch der DDR-Militärstaatsanwalt sieht keinen Handlungsbedarf für selbstständige Ermittlungen. Die Grenzposten haben auf der Grundlage von Befehlen gehandelt. Und wenn Sie heute einen dieser Grenzposten fragen, wird er sich sicherlich weder objektiv noch subjektiv als ein Mörder bezeichnen. Ja, damit ist im Grunde die Rechtsauffassung der DDR seit dem Mauerbau im Grunde auf den Punkt gebracht. Sowohl der einfache Soldat als auch der Militärstaatsanwalt sagt, das war geltendes Recht. Es war geltendes Recht und deswegen sind alle Versuche, das sozusagen irgendwie rechtspositivistisch durch Interpretation, ex post sozusagen hinzubekommen, notwendigerweise gescheitert. Ja? Wie Radbruch es schon sagte, und damit wird Radbruch geradezu wieder virulent, auch für diese Problematik. Er sagt ja eben, ja, Befehl ist Befehl, Gesetz ist Gesetz. Das ist der Grundsatz des Rechtspositivismus auch. Und wie kommen wir da raus? Indem wir wiederum auf Radbruch rekurrieren und sagen, das war aber ein so eklatanter Widerspruch zu Gerechtigkeitsvorstellungen, auf unbewaffnete Menschen, die aus einem Land raus wollen, zu schießen, sie doch zu töten, dass dieses Recht kein Recht sein kann. Ja, das ist also wieder diese Radbruchsche Formel, die hier eine Rolle spielt und der Rekurs auf eine überpositive Argumentation. So wie es der Bundesgerichtshof dann in einer Entscheidung auch explizit getan hat, ein zur Tatzeit angenommener Rechtfertigungsgrund kann nur dann wegen Verstoßes gegen höherrangiges Recht unbeachtet bleiben, wenn in ihm ein offensichtlich grober Verstoß gegen Grundgedanken der Gerechtigkeit und Menschlichkeit zum Ausdruck kommt. Der Verstoß muss so schwer wiegen, dass er die allen Völkern gemeinsam auf Wert und Würde des menschenbezogenen Rechtsüberzeugungen verletzt. Der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit muss so unerträglich sein, dass das Gesetz als unrichtiges Recht der Gerechtigkeit zu weichen hat. Ja, damit ist also die Rechtsprechung, und das hat das Bundesverfassungsgericht dann ja auch bestätigt, mit Blick auf Artikel 103, nulla poena sine lege, ist es möglich, die Leute auch nachträglich zu bestrafen. Der Bundesgerichtshof hat das also akzeptiert und deswegen wurden die Schützen an der Mauer, soweit sie angeklagt wurden, eben auch entsprechend verurteilt. Relativ milde, ja, aber sie wurden verurteilt. Im Regelfall gab es Strafen, Freiheitsstrafen auf Bewährung, das heißt unterhalb des 2-Jahres-Zeitraums. Aber manche sehen das bis heute als ein Problem an. Ja? Und wir können das Problem dadurch auflösen, dass wir sagen, wir müssen uns irgendwie entscheiden. Ja? Nehmen wir eine rechtspositivistische Haltung ein und sagen, das war halt geltendes Recht, dann komme ich da nicht ran. Insbesondere nachdem eben Artikel 103 Grundgesetz auch noch ganz klar sagt, nulla poena sine lege. Ja?
Ich kann nicht ex post in eine Gesellschaft hineinjudizieren, die in einem ganz anderen sozialen und normativen Kontext kulturell gewachsen ist. Ja? Damit täte ich den Menschen in dieser Gesellschaft Unrecht. Und die spannende Frage ist, wenn diese Menschen, denen ich jetzt kein Unrecht mit antun möchte, durch ein Ex-Post-Judizieren, ihrerseits aber Taten begangen haben, die damals gerechtfertigt waren, aber aus unserer heutigen Sicht schwer zu rechtfertigen sind, dann stellt sich natürlich die Frage, wie gehe ich mit diesem gefühlten Spannungsverhältnis um? Entweder ich versuche das durch einige Tricks, indem ich sage, damals war das schon so und das hättest du damals auch nicht machen dürfen, ist gescheitert. Funktioniert nicht. Wenn ich sage, das war geltendes Recht, die wurden damals dafür nicht verurteilt, sondern belobigt, dann war das da geltendes Recht. Ich muss mich dann ganz klar bekennen und sagen, ich halte das moralisch für verwerflich und deswegen verurteile ich diese Tat und was damals als geltendes Recht verkauft wurde, das halte ich für Unrecht. Und deswegen verliert es jede Dignität und Anerkennung und dann kann ich nach meinen Moralvorstellungen ex post an diese Sachen herangehen. Ja? Das muss dann am Zweifel jeder für sich entscheiden. Und das Problem natürlich war, wenn man sich in einem größeren politischen Kontext, jetzt nur noch ein kleiner letzter rechtshistorischer Exkurs, in einem etwas größeren Kontext sieht, es bestand natürlich nach 1989 ein großes Bedürfnis, der Aufarbeitung von Unrecht, genauso wie nach 1945. Ja. Das ist ein großes Thema, rechtshistorisch gesehen, wenn ein System zusammenbricht, dass man ex post die Leute natürlich an der Macht hat, die das, was vorher gewesen ist, als großes Unrecht angesehen haben. Ja. Und es bestand auch in der DDR eben ein großes Bedürfnis nach Aufarbeitung und nach einer Aburteilung des Unrechts. Und man kam und an die Leute, die im Politbüro gesessen haben, Honecker, Krenz, Kessler und so weiter, Mielke, natürlich nur ran, wenn man ihnen etwas vorwerfen konnte, das juristisch relevant ist. Und da sie nicht selber geschossen haben an der Mauer, konnte man sie nur für diese Mauertoten verantwortlich machen, wenn man die Kleinen vorher verurteilt. Ja, man muss im Grunde sagen, das war Unrecht. Wenn die freigesprochen worden wären, hätte man gesagt, war ja kein Unrecht. Ja. Oder man geht, das ist dann wie beim Nürnberger Prozess, nur noch an die Führungsetage ran und fragt sich, okay, wer sind denn die entscheidenden Leute, an die wir rangehen? Aber er muss sich sozusagen auch aus dem Blauen heraus Recht schöpfen und sagen, das waren so eklatante Verstöße gegen Grundsätze der Menschlichkeit und Vorstellungen von Gerechtigkeit oder Naturrechtsvorstellungen, damit ich das überhaupt irgendwie begründen kann. Wenn ich auf einem rechtspositivistischen Standpunkt verharre, kann ich im Regelfall Recht, das vorher gegolten hat, nicht einfach ex post negieren und sagen, spielt keine Rolle, ich urteile nach meiner Moralauffassung jetzt ex post. Deswegen, zu dem Thema werden wir noch kommen, Aufarbeitung von Systemunrecht, aber letzter Satz dazu, deswegen sind andere Länder auch durchaus andere Wege gegangen. In Ruanda hat man nicht versucht, sozusagen die Tutsis alle jetzt hinterher vor Standgericht zu stellen und abzuurteilen, weil sie die andere Gruppe massakriert haben. Oder in Südafrika. Ja? Es gab eine Versöhnungskommission. Ja? Es ist die Möglichkeit, nach dem Apartheid-System miteinander wieder umzugehen, nicht juristisch aufzuarbeiten, sondern eben mit einer Form der Versöhnung, weil man einfach auch wieder nach vorne blicken muss und miteinander wieder agieren muss. Das, was Deutschland nach 1945 meinte, falsch gemacht zu haben, eben keine vernünftige Aufarbeitung, das wollte man nach 1989 anders machen. Da wollte man es wirklich mal richtig ernst nehmen. Und juristisch gesehen ist das ein Problem. Ich glaube, darüber besteht weitgehend Einigkeit, auch in der Rechtsphilosophie. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich will es, wie gesagt, nicht rechtsgeschichtlich machen, rechtshistorisch, sondern hier sind wir in der Rechtstheorie, in der Rechtsphilosophie. Und da müssen wir uns einfach vor Augen führen, es gibt diese beiden Vorstellungen von Recht. Die eine verzichtet auf eine moralische Bewertung des Inhalts und die andere nicht. Und
Diese Fälle sind im Grunde immer ein Kennzeichen dafür, dass deutlich wird, auf welcher Position man steht. Rechtspositivist oder Nichtpositivist. Danke für heute. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.